direkt weg sein. Klar, Rufus nehmen wir ganz easy mit, oder? Locker. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 25,4 Sekunden. Das war mir komplett weg, also. Deswegen habe ich gesagt, ich habe mich gedreht, bemerkt, damit du das nicht direkt weißt. Aber richtig fies, ey. Na, ich hätte es ja mitbekommen müssen. Bei ihm steht es ja in der Mitte. Ja, eigentlich schon, ne? Aber es hat, ich hab's halt, ich hab's nicht, ne. Ich glaube, du warst aber so in dem Kampf mit dem Poppy, dass du das vielleicht ja drauf hast. Das war echt mega gut, ey. Ja. Der Zeitpunkt war halt gut gewählt, würde ich sagen. Ja, ich habe halt gesehen, ich verliere immer mehr auf Dose und dann dachte ich, okay, muss ich halt rein, ne? Und wenn du jetzt bis zum Regen kommst... Wie lange gemacht oder bauen deine Reifen jetzt einfach so stark ab? Ich habe aus Versehen die Kamera verstellt. Ja, du mit A, glaube ich. Ich weiß es, ich hab's doch schon wieder gefixt. Ja, warum sagst du es dann? Boah, wenn ich die Kamera vorher aus... wo willst du vorbei, Poppy? Ich weiß ja nicht, wo du hier am Schunkeln bist, ey. Bierzeltstimmung oder was? Wir kuscheln. Poppy kommt außen auf einmal. Geil. Ja, weil du nach links rübergezogen bist. Kein bisschen. Wird es noch locker Platz links gehabt. Ja, noch ein weiteres Kind will er ja nicht haben, deswegen lieber außen anstatt innen. Ja, genau. 5 Sekunden Doppel-Go-Strafe. Genau. Aber nicht bei diesem Stop, sondern erst beim nächsten. Ey, was ist denn das für ein Blödsinn? Der arme BMG, alles stimmig dagegen ihn. Mit wie viel bist du in die Box gefahren? Mit 81? Ich hab kein Ding. Ich kann nicht so schnell reinfahren. Aber wofür? Was hast du dann gemacht? Abgekürzt? Irgendwo wohl. Aber auch so richtig mega locker überholt, wa? Ja, dann hat das Spiel wohl gedacht, du kürzt ab. Der Frühstopp hat sich gelohnt, würde ich sagen. Aber definitiv. Ja, die 5 Sekunden Stop and Go habe ich schon machen dürfen. Achso, du hast dich ja. Auch noch. Okay, alles klar. Gut, wenn du abgekürzt hast, dann geht das vermutlich direkt über an der Box. Ja, dann war das. Oh, Alter! Das Abkürzen. Ja, aber mit der ersten Abkürzung gleich? Na, das ist ja. Das ja, ist das ja die letzte Kurve, dann machen die das immer strenger. Ich bin ja in ihm gewesen. Ich war in der Boxeneinfahrt. Ich bin nicht irgendwie über das komische Dreieck gefahren, nix. Ja. Keine Ahnung, das Spiel und seine Fehler halt. Egal. Fresh ist sogar vor dir? What the fuck? Was hat der gemacht? Ja, der hat doch 5 Sekunden jetzt absetzen müssen. Ja. Achso. Aber trotzdem, der Abstand ist ja... Nicht viel. Das ist nicht viel jetzt. Das sind genau 3,9. Ja gut. Also hab ich... Also meine ist auf 1,1 rangefahren. Also ein bisschen Zeit habe ich schon gewonnen. Ja, ich habe auch viele Fehler gebaut. Ja, und das heißt, auch die Reifen waren einfach durch. Das heißt, wenn Dose in die Box geht, wäre Poppy Erster? Glaube ich nicht. Wie weit ist denn er weg? Ja, aber bei Dose bauen die Reifen ja nicht ab, so gefühlt. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen nee, doch, in 10 Minuten. Er fährt schon wieder so Ultras? Super. Ah, doch, er fährt Ultras. Deswegen zieht er mir vorbei. Hab ich gar nicht gesehen. Hättest du aber sehen müssen. Ich hab da null drauf geachtet, so wie du auf den Boxen fährst. Ja, siehst du? Ich hab irgend so einen Fleck bei mir auf dem Bildschirm. Er stört mich. Das ist da noch einer, weil ich Fleck gesagt hab. Sag noch ein paar Mal Fleck. Fleck, gleich ist das schwarz, der Bildschirm. Bildschirmschoner. Fuel Target Plus One. Ja, danke. Hat den Geo die erste. Oh, die Wolken werden schon dunkler, ne? Jo. Ja, wow, bei 2 Wolken am Himmel sind. Aua, ich hab mich verrenkt. Warum machst du sowas? Na, ich wollte mich am Fuß kratzen auf der Langgeraden und ja, ich hab. Drück erstmal Start. Wollte meinen rechten Fuß mit dem linken Arm. Ja, drück erstmal Start, ruh dich aus. Mach dir ein Dings. Eisenmaskung oder sowas. Mach dir einen Tee. Tee? Magnesium, hier so ein Magnesium-Dings. So eine Pause meine Schulter. Thank you.
Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Die Frage ist, die Reifen noch nutzen, solange wie sie funktionieren. Bis zum Regen auf keinen Fall. MG holst du, ach du bist schon dran. MG ist schon dran. Holst du, er ist schon dran. MG holst du auf? Ach ne, er fährt vorbei. Just over 10 minutes. Hier hat Poppy mich gerade überholt und dabei weggedrängt. Wie, hab ich dich gedreht? Nein. Nein, aber weggedrängt. Nach Osten. Und berührt. Nach Osten? Berührt? Das habe ich nicht gemerkt. Aber wenn du da das Loch auflässt, fahr ich doch da rein. Da war kein Loch. Das ist klar. Bei Red Bull gibt's kein Loch. Damit du das kapierst. Doch, beim 2012er gab's ein Loch. Im Reifen. Achso. Cool, mein Fernseher ist gerade ausgefallen. MG überholt wenigstens vernünftig. Da muss ich in die Eisen. Ich stelle auch vor, dass es keine Lücke gab, als ich dich überholte. Da war auch keine Lücke. Natürlich war eine Lücke, wieso bin ich denn sonst vorbeigekommen? Auf dem Bordstein gefahren schon. Ja, das zählt noch. Das ist für mich keine Lücke mit gesundem Menschenverstand. Das sagt Fresh! Das wird wahrscheinlich kein Formel-1-Fahrer je machen, da so überhaupt. Doch, Verstappen. Oder Ricardo. Ja, der hat auch keinen gesunden Menschenverstand, der Verstappen. Hat der nicht jetzt neulich seine Strafe gesessen irgendwo? Der muss jetzt in die Formel E. Irgendwas war da in der Formel. Oh, Alter, oben, die Wolken bewegen sich ganz schön schnell. Gut, dass du Zeit hast, auf die Wolken zu achten. Mhm. Ja, das war auf der Geraden. Also auf der Stadtzielgeraden. Guck doch mal, Rufus, was machen die Wolken gerade? Ich sehe den Helikopter. Und den Trump Tower. E.T. war da auch. Wird man in die Wolken gerade? Ich sehe es gerade. Wisst ihr eigentlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme Dirty Dancing läuft? Schön, und wen interessiert? Ich habe eine Wassermelone getragen. Was ist Dirty Dancing? Kennt er nicht. Oh. Hallo, langweilig. So viel jünger als ich bin, bist du jetzt auch nicht. Wie alt bist du denn, Dose? 21. Siehst du? Ich werd erst 21. In zwei Monaten. Oha, ein Jahr Unterschied. Wann hast du den Geburtstag? Im April. Im April, also fast ein Jahr Unterschied. Also kein Jahr, hehe. 11 Monate. Oh. Siehst du, ey, da hattest du schon fast Geburtstag, da kam das Unheil auf die Welt. Ja. Das war damals, als eine Woche lang Gewitter bei uns in der Dose. Ach so, das? Okay. Ich bin ein Sonntagskind. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Das macht er heute immer noch. Hä? Belästige ich dich? Nee, nimm mich nicht, deine Eltern. Nein. Keine schnellsten Runden mehr von Popo? Nee, stattdessen astreine Verfahrer. Ey, Poppy könnte eigentlich auch Werbung für Nee, wie heißt diese Werbung? Mit Poco. Ja, genau. Alter, das wäre geil. Sag mal, Möbelhaus. Geil, das volle Wortspiel. Ramschladen. Voll das geile Wortspiel. Poco, oder was? Ja, Popo und Popovic. Ja, das ist wirklich passend. Heute hab ich's mit dem Tasten. Alter, das steht 7 zu 38. Komm wieder verstellt. Mit der fahr ich. Nee, mit der nicht. Aber Fresh, was ist heute mit dir los eigentlich, pacemäßig? Was ist denn los sein? Kann das gut? Ich bin schon wieder dran. Ja, ich gehe ja gleich wieder boxen. Ernsthaft? Ist ja alles geskriptet. So will ich auch keinen Sieg, danke. Wer redet denn davon, dass du gewinnst? Der Poppy ist nämlich drauf und dran zu gewinnen. Der muss definitiv auch nochmal rein. Ja, Dose ausgerechnet. Viel eher. Ernsthaft, Jeff, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Der muss wahrscheinlich zeitgleich mit Dose. Der Abstand zum Führenden beträgt 15,1 Sekunden. Ja.
Oder es liegt daran, dass MG davon auf Klo muss. Das Gute ist, es wird die Regenreifen werden kommen, wenn MG gerade über Startziel ist. Ja, ich werde dann noch bequem so rein. Das wäre so geil. Rufus muss dann warten hinter mir. Na, das ist mir egal, weil ich hole da trotzdem auf, wenn das dann so extrem ist. Ich hab schon mal Intermediates eingestellt. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Danke, Jeff. Wie alt sind deine Reifen eigentlich? Keine Ahnung. Alt? 17 wundervolle Jahre alt. 9 Runden wurde mir gerade gesagt. In 9 Runden geht's Dings, oder was? Oder neun meine Runden Reifen alt sind deine. Ja, das kann sein. Halt! Kurve! Diese scheiß Doppel-Linkskurve, ey. Wie weit ich hasse ist eigentlich. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Und tschüss! Oh nö. Gekonnt! Ja, glaub, hast du hoffentlich auch. Waffe? Nö, ich hab keine Verwarnung, nix. Keine mehr. Verwarnung? Nö, aber ich hoffe, du hast es okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Kurve gedriftet. Oh, jetzt fängt's langsam an in der letzten Kurve. Es wird interessant. Gut. Außer Dose. Du gesagt hat das Lack, ne? Na. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, ganz ehrlich. Dafür hasse das ich ihn. Hat jetzt noch nicht geklappt. Noch ist der Regen nicht komplett, ne? Noch ist kein Intermediate-Wetter, wenn es überhaupt welches wird. Ja, wird auch interessant, dass es welches wird. So wie Malaysia letztes Jahr. Hä, war da Malaysia noch im Kalender? Ja. Glaube ich nicht. Normal schon. Vielleicht meinst du China? Du musst nein, diese Runde Malaysia reinkommen. 2017 war mal langsam im Kalender, das passt schon. Okay. Bin ich da mitgefahren? Ja. Nein, du warst Zuschauer. Wie ist das Rennen ausgegangen? 1-0 für mich. Ich habe, glaube ich, gewonnen. Und das ganze Rennen hat es nur so blöd genieselt, aber man musste Trockenreifen fahren. Ach so, kann ich mich nicht erinnern. Du kannst dich nicht mehr erinnern, was du heute nur als Hinweis, wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Mit Klößen. Dieser Satz sollte aber noch eine Weile durchhalten. Cordon Bleu mit Klößen. Hab ich auch noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich kenne das mit Kartoffelecken und mit Pommes und mit. Müssen wir mal nach Sachsen kommen. Die beste Küche eben. Nee, nicht wirklich. Vielleicht besser als die Englische, aber sonst. Ah, ich glaube nicht mal besser als die Englische. Ja, wir sind Lenkrad fahren, das jetzt. Poppies. Ich? Weil ich die Curbs so nett mitnehme. Geiler Scheiß. Da vorne kommt er schon. Nee. Was kommt? Kommt er näher? Kommst du näher? Nö. Muss ich mal in den Zeitabstand gucken. Ich hab da nicht drauf geachtet. Ich glaube, er kommt näher. Oh, leck. Ja, leck. Ja, das heißt, das Wetter ändert sich. Und Brandon, dankeschön. Nee. MG hat eine 16. rausgefahren. Okay. Auf dich? Ja. Weißt du nicht, dass ich bin auf dich. Und auf der Strecke ist heute kein Land gegen MG heute. Also bei mir. Wieder? Ja, nochmal Wetterveränderung. Wieder Sonne. Ja, es nieselt immer mehr, aber es hat immer noch nicht. Wetterbericht. Es hat immer noch nicht für Inters bereit.
Ich seh. Jetzt sehe ich Poppy. Wieder Lag. Das nächste Mal, wenn ich reinkomme, soll ich Intermediates nehmen. Hat er gesagt? Ja. Aber wann ist das nächste Mal? Er schreibt mir hier schon die ganze Zeit an. Komm jetzt rein, Mann. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Obwohl du, deine Reifen sind komplett am Arsch eigentlich. Du darfst halt gleich nicht dich beschweren, nur nicht dich drehst, ne? Das ist es halt. Ja, dann hast du nämlich deine Strategie. Bisschen. Ja, keine Ahnung. Ich sollte ja schon seit 3 Runden rein. Aber wenn ich jetzt reingefahren wäre. Okay, er hat mir gerade gesagt, wenn ich jetzt auf Inders wechsle, bin ich noch zu langsam. Sagt er mir auch gerade. Boah, Popel. Ja, geil. Irgendwo ist nicht mehr auf dem Rennen. Wieder Lag. Alter. Ich hab keiner. Letzten zweit, ich aber auch nicht. Ah, so langsam sehe ich auch mal einen Regentropfen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin wieder angekommen. Bisher habe ich nur Wolken gehabt. Ja, weil ich mega Lag hatte. Das ist sehr gut. Ja, wow, danke. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Geiles Spiel. Also, wenn du nicht langsam stärker anfängst, dann kriege ich hier ein Problem. Ja, me too. Haha, me too-Kampagne. Wie wär's, wenn du reingehst und neue Ultrasoft suchst? Hat sich vielleicht sogar lohnen, ne? Dann wird spannend werden, Dose. Denk mal an die Spannung. Und den Spiel und den Spaß. Spiel und Spaß, nicht Spielspaß, Spiel und Spaß. Ja. Oder du gehst jetzt rein und holst jetzt einfach YOLO-Wets. YOLO-Wets. Ja. Wetterbericht? Das sind die YBs. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind... Nur für Dose. Die sind nicht schnell und sind nicht mal... egal. Was? Wetterbericht? Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Trockenreifen passen und gerade sagen, am besten. Die im Trocknen nicht gehen und auch im Wets, obwohl sie eigentlich die Ulo-Wets Boxenstopp. Reifen. Am besten so Spike-Reifen, die man überhaupt nirgendwo braucht, außer auf dem Eis. Geht also klar, Russland. Boxenstopp in dieser Runde. Ach, vielleicht auch in Kanada. Moah! Moah! Also, das Wetter ist... stabil. Ja. Finde ich gut. Ich werde auch gefühlt nicht langsamer. Ich glaube auch nicht, dass das was wird mit Regenreifen. Also ja. Wir sind in Texas. Ja und? Das heißen. Da regnet es nicht. Okay, Poppy ist jetzt drin. Ja, ja. Was holst du dir? Nach langem Hin und Her habe ich es mir jetzt überlegt. Nee, oder? Du wirst ja nicht Inter, oder? Ich hole mir jetzt Inter, ja, ja. Nee, super soft. Fertig, los jetzt! Komisch, wenn es Poppy. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Wie weit bist du hinter Dose? Ohne Momento. 16 Sekunden. Oh, sogar noch in... Pokestop. Pokestop. Ja, im Pokestop. Im Pokestop-Distanz. Da kann er noch dran drehen jetzt, oder? Kommt noch Pokebälle raus. Ach! Das Kabel Heint hat eine Time-Penalty. Wer? Also, fresh. Poppy. Poppy ist hinter mir. Fahrer vor mir. Fresh aber auch. Sehe ich es noch nicht. Könnte das Wetter so bleiben? Dann könntest du gewinnen. Ich find's genial gerade. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Ja, ich weiß. Es kommt von hinten. Ja. Und meine Reifen sind 12 Runden alt. Oh, der hat neue.
Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ich nochmal... Meine Fußball. Sind gerade okay, mal warm gefahren. Jeff, du musst mit dem Schneiden der Kurven ja, aufhören, Dose sonst verpasst dir die Rennleitung eine Strafe. Und ist hinter MG rausgekommen. Wie geht das jetzt völlig schief und das fängt mich stärker an, das klappt. Aber ich fürchte eher, dass das nicht klappen wird. Richtig wohl auch. Ich glaube, das wird nicht. Was hast du, Inters? Ja, er hat Inters und ist viel Fehler. Zu langsam. Ja. Fehler, Fehler. Ich glaube, ich habe auch drauf spekuliert. Ja, ich habe auch drauf spekuliert, aber ich denke auch, wir bleiben trocken. Ich hoff's. Musst kannst du nochmal reingehen? Was? Egal, kannst ob du was er jetzt ja antwortet. Wie bitte? Kannst du durchfahren? Ja, aber es wird nicht lustig. Okay. Also, ich weiß ja nicht. Es wird irgendwas mit 60%, wo ich reineier. Okay. Die Überrundungen hier machen es gar nicht besser. Das Überrundung bist du auf Supersoft unterwegs? Wer? Du? Ja. Ich auch. Und ich habe dasselbe Problem wie du. Mann, verdorne nicht parken! Ich die KI hasse. Dose fährt noch mal rein. Reifen korrigieren? Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Ich habe gedacht, ich habe die Man. KI vor mir, ohne Witz. Nee, das bin ich. Ich habe nicht damit gerechnet. Meine Reifen sind halt 10 Runden jetzt. Na, nicht mal, nee. Wow! Wo wolltest du hin? Ja, ich hatte es gerade weggerutscht. Das sind die alten Reifen. Ja. Keine Sorge, ey. Ich werde hier nicht kämpfen gegen dich. Also, hab Geduld. Tütüt. Mann, wieder. Tütüt. Na, das meine Reifen werden kalt. Momentan ist aber keiner in deiner Nähe, der dich überholen kann. Ja, trotzdem kostet es mich Zeit. Das ist gegen Pop. Irgendwie erwische ich den Bremspunkt hier nicht mehr. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Du bist zu übermütig. Nun bleib doch hinter mir, komm, wehre dich nicht. Alles gut. Wer will sich wehren? Ich nicht. Diese Getränkedose. Dose ist gleich da bei dir. Oh, Dose ist heftig schnell. Muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht drehe. Was hast du mit frischen Reifen? Ja, noch kalt. Meine Reifen sind 14 Runden alt. Hier hat sich hier ist irgendwas grüne passiert. Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Das war die KI. Aber das Gefühl, es fängt tatsächlich noch ein bisschen stärker an, als es eben war. Ich hab den Verdacht, dass wir gleich auf Inters fahren werden. Das wär nein, nein. Das wäre so richtig mies. Warum gehst du so viel Risiko, Poppy? Dein zweiter Platz ist safe. Der will noch Erster werden. Er hat ja auch ich will ja noch was anderes. Er hat die Saison noch keinen Sieg. Wie doch, Monaco doch. Hat er gewonnen. Monaco habe ich gewonnen. Ja, er will halt noch einen. Er ist gierig. Ja, der will ja auch in der WM vor dir bleiben. Das ist das Ziel. Und darüber entscheidet sich ja heute auch. Ne? Ich will keinen nervös machen. Es lag. Ein KI hat sich da hinten gepackt. Die 27. Runde hat man ja noch nicht. Zur Info, ich habe 47%. Wir sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Einfach es könnte jetzt oh. Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Jetzt kommt er mit seinem scheiß Reifenwechsel. Ja, jetzt kommt er an mit Intermediate. Bei mir zumindest. 5 Runden. Lag. Das wäre ja heftig jetzt. Reifenstatus! Für Dose ist es halt bitter, ne?
Ach, Dose hat die WM schon. Das ist ihm scheißegal. Der wird trotzdem jedes Rennen gewinnen. Glauben Sie nicht. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Mein ursprünglicher Plan war es, in Runde 13 auf Supers zu wechseln. Ich hab mir gedacht, nö, dann mache ich Risiko, ich habe nichts zu verlieren. Mann, ja. Ja! Die Sprachfunktion ja wieder so toll funktioniert. Die Sprachfunktion funktioniert nur, wenn dieses Büdip durch ist. Gut zu wissen. Weil ja, dann, dann empfängt er erst dein. Das, was du redest. Los, los, los! Ritt auf der Rasierklinge jetzt. Aber ich denke, jetzt ist Zeit für Inters. Boah, leck in den Esses! Boah, leck mich am Arsch! Ja, es ist Zeit für Inters. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Mann, Gasly! Wow. Mann, und die ganzen Legs machen sich besser. Sich wieder vor und hinter mich und neben mich und lassen hier alles. Geil. Du hast ihn nicht vergessen. Ja, das haben sie noch nicht gemacht. Das machen sie gern bei mir und beim MG. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wow! Selbe Stelle! Was macht ihr da Ende von der Karte? Da war eine Pfütze. Aber die konnte man nicht sehen. Es wird 15 Minuten lang leicht regnen, dann setzt Starkregen ein. Boah! Wow. Der Lag in die Boxengasse rein war ja jetzt auch heftig. Oh Mann. Ja. Na, Dose ist auch nochmal Boxen. Huch! Die Kurve kommt ein bisschen später, mein Freund. Jetzt werden uns das wahrscheinlich auch empfohlen. Der SD aktiviert ist ja mal so ein Anzeichen. So, Poppy, deine 3 Sekunden Zeitstrafe und so. Ich hab nicht nur die, ich hab noch mehr. Bin zu schnell in die Box reingefahren. Die hast du abgesessen, oder? Nein. Achtung, sauber. Ja, ja. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline. Jetzt könnte ich DRS gebrauchen. Im Regen gibt es DRS, aber nicht auf den Geraden, sondern in den Esses. Ja, okay, genau. Rufus, kannst du den nicht einfach mal zerlegen? Ist der hinter dir, oder was? Ja, der hinter mir. Ich brauche 8 Sekunden. Du redest Unsinn. Das würde mir mein Typ hier sagen, aber du hast bei mir 3. 8 kann man gar nicht haben. Ja. Doch, eine 3er und eine 5er. 5er für Stop and Go. Was macht die KI da mit dir? Versucht irgendwie Platz zu machen. Oh scheiße, ich kriege die Kurve hier nicht. Ich halt hier vorbei. Ja, es geht. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh, 3 Sekunden, oder? Das macht's ja doch wieder interessant auf einmal, Dose zu gehen. Wie lang fährst du? Ich bin du außen. Der weiß auch nicht, was passiert. Der weiß gar nicht, wo sein Kopf steht. Echt ätzend, vor allem, weil ich zwei von diesen Strafen wirklich deswegen. Sollst du jetzt noch mehr strafen?
Ah, come on, das war knapp. Jetzt einfach nee, ich brauche ja noch zwei Stück davon, deswegen. Oh, 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 oh. Danke für den Lag. Wer folgt mir da? Ich. Wohin fahrt ihr? Wir legen die Strecke etwas weiter aus. Motorhose? Der Stand ist aber ein bisschen quer. Wow, wow, was wow, wow, Alter. Oh, mich hat's auch. Was macht ihr denn? Querfahren. Dose wir innen zu und machen? Schon heute das Spiel wiederum. Wir werden um Kurve abgekürzt. Hey. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe hey, aufgebrummt das bekommen. Das wollte ich nicht. Ich lass dich wieder vorbei. Nee, fahr du mal. Ich hätte dich auch wieder vorbei gelassen. Ja, fahr mal. Hättest du das mal in Japan gemacht? Quer genommen oder was? Mir sind jetzt meine Hinterreifen mal warm geworden. Ob das so gut ist, ist die Frage. Nö, wirklich, das fährt sich besser. Na, jetzt kommst du, oder? Nö. Ich bin nicht so einer, der so schnell kommt. Hm. Schneller. Merke, ruf es die Direktion zu stören. Oh, Startregen in 15 Minuten. Ja, ja aber es sind noch zwei Runden. Jetzt ist die 27. Mann, ja, ich pass bin auf. Hinter dir. Ah ne, da ist noch jemand dazwischen. Okay, alles klar. Was hast du gemacht? Gar nichts. Ich hab nichts damit zu tun. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was hast du da gemacht? Du drehst Grosjean weg. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet okay, uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ja, ist ja fast vorbei. Das ist nicht wirklich, es gejinkt, oder? Ey, ohne Scheiß, ich mag etwa zwei Runden kommen wir mit dem was Benzin noch aus. Weiß nicht, ich glaube, das Halteverbot wird mir abgeschleppt. Ich finde, da könnte mal das Safety Car rauskommen. Jetzt theoretisch gesehen bei dieser Nummer ja. Bist du ein Grosjean hängen geblieben oder was? Nö, ich bin direkt hinter dir. Ne, ich meine MG. Nee. Das war früher. Vor das war in den Assets. Oder vor den Assets. Vor den Assets kam ich in Schlingern. Das war auch so gut. Jetzt ist 27. Zack. Ich sehe das Gelbe nur, ich denke, oh nein. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh Mann. Aber ich hab auch ein Pech diese Saison, ne? Das gehört alles zur Lernphase irgendwie dazu. Gelbe Flagge. Ja, manche Sachen nicht unbedingt. Oh, oh. Hülkenberg stand hier. Theoretisch gesehen müssen wir noch eine zweite Saison fahren. Die erste, um zu lernen und die zweite, um es richtig zu machen. Ja. Machen wir dann bei F1 2019. Aber Dose darf nur mit einer Hand fahren. Jetzt schreibt mir jemand, dass jemand Probleme hat. Ja, danke, aber ich habe jetzt auch gerade Probleme. Erst mal. Ich muss ja jemanden überholen. Man muss sich vielleicht nicht überholen. Oh, wie er die Kurve nimmt. Da war eigentlich der langsam gefahren ist. Wo fährst du denn mit langsam? Ich fahr das Ding einfach ins Ziel. Schön bequem als Vierter, vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel ich auf MG hab. Wie viel hast du auf MG? Reicht dir, wenn die nächste Einbindung kommt. Lass mich wenigstens als Erster ins Ziel, du gewinnst sowieso. Das werden wir ja sehen. Wann hast du denn die zweite Strafe bekommen? Irgendwann. Bei der Boxenzufahrt habe ich die gekriegt. Hat eigentlich fresh gerade mit seinen 6 Sekunden. Achso. Ja, der Sektor ist überhaupt zu Ende, irgendwo da hinten, ne? Ja. Hamilton ist eine Minute hinter mir. Läuft. Ab 6,7 auf MG. Ab 2,3er.
zwei Dreier an einem Abend, ja. Davon träumen die meisten Kerle nur. Geht's halt, Poppy? Alter Falter, ey. Mann, und ich kotz so was von. 4 Sekunden Rückstand auf Rufus. Ich hab dir nicht geglaubt, ey. Ich heiß doch nicht Rufus, hallo? Ich bin Irremann, Mann. Ich bin voll Irremann. Das sagt Jeff nicht immer. Nicht? Bei mir hat das vorhin gesagt, bei Rufus. Aber das, ja, ich hatte noch eine 3-Sekunden Strafe. Ohne Worte, ohne Witz. Na gut, wäre natürlich doof gewesen, wenn du gleich viel Strafen gehabt hättest wie ich. Okay, das konnte ich nicht wissen, dass du auch eine Strafe hattest. Ja, um das geht's ja nicht. Allein schon, dass er die Ansage nicht nimmt mit dem Boxenstopp, wo ich eine Runde früher drin gewesen wäre. Fahr dann um die... Alter, alle haben Strafen! Aus MG! Also in dem Moment, MG, als du rumgeblökt hast, dass du in die Box wolltest, da habe ich gedacht, scheiße, jetzt geht dann hier auch noch rein. Egal, komm, mach einfach, stell um und fertig. Als ich dann zur Box zugefahren bin, habe ich versucht noch, habe ich dann noch dran gedacht, sag ich mal so, meine Reifen umzustellen, weil die waren noch auf Trockenreifen gestellt. Achso. Und deswegen habe ich bei der Zufahrt nochmal 5 Sekunden bekommen. Achso. Ja, und, ich dachte, und bei mir hat er die Ansage nicht genommen. Wollt's dann mit dem Steuerkreuz noch einloggen, komm erst auf nach unten drücken und dann nach rechts. Das ist irgendwas komplett anderes. Oder nach oben drücken und nach rechts. Irgendwas komplett anderes, dann schwafel da. Ja, super, dann fährst du halt noch eine Runde, war ja eh noch nicht DRS aus und dann drehst du dich nach der Haarnadel gleich. Naja. Fresh, schade für dich. Nicht erfülltes Stop and Go, 5 Sekunden, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ich stehe ein paar Mal drin diesmal. Poppy. Hat keiner Poppy gesehen. Steht doch woanders als Poppy drin? Ja, frisch, weiß, MG, Dose. Gasly steht auch zweimal. Rufus. Also diesmal stehen wir tatsächlich alle so ein bisschen drin. Schön, dass wir auch mal blättern müssen da. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei den anderen Pappnasen vorbei. Bis dann, halt rein. Ciao. Ciao. Tschüssing.